Hallo und herzlich willkommen hier zu Myst. Hier sind wir wieder. Ja, wir sind so ziemlich am Ende des Spiels angelangt. Also das hat man relativ schnell durchgespielt. Ja, das ist unglaublich eigentlich. So, jetzt machen wir noch mal kurz eine Speicherung. So, vier. Ja, kurz vor dem Ende. Kurz. Oh, nehmen wir mit V bitte. Vor dem Ende. So, speichern und fortsetzen. Wir fangen mal mit dem, ja gut, mit dem bösesten aller an, dass wir jetzt erstmal die blaue Seite nehmen. Warte mal, wie geht es jetzt? Muss ich das jetzt dann. Ich muss dann das Muster nochmal eingeben oder was? Ist aber blöd, aber nein, gut. So, jetzt haben wir die blaue Seite, also dann mal her mit. So, kommt jetzt gleich raus. Verrückt. Einfach nur verrückt. Ja, okay. Das war fast so klar, ne? Dass er das macht. Dass er uns austauscht. Ja, gut. So, Spiel zu Ende. Ja, das war das erste Ende. Was passiert jetzt? Es bleibt das Bild schwarz. Ich habe noch eine Maus, aber ja. Kommt da noch was? Oder muss ich nur warten? Oder weiß man nie, ne? Muss ich jetzt einfach nur klicken? Weiß es nicht. Oder muss ich jetzt einfach Escape drücken? Ich weiß es nicht. Ne. Ja, der hat jetzt uns ja eingesperrt in dem Buch und ja, das war's dann. Ja, aber es war sowas von klar. Also ich glaube, hier kommt nichts mehr. Da kann ich so viel klicken, wie ich möchte. Ja. Das ist eigentlich sehr unspektakulär. So, dann machen wir mal Spiel laden wieder. Ja, Spiel laden. Laden. So. Was? Achso, ja, muss da auf das dann klicken. Ich hoffe, jetzt ist es richtig. Ah, ne, jetzt bin ich erst wieder hier. Okay. Ich habe gedacht, ich wäre halt genau wieder hier im Kamin. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder den Code einstellen. Ja, leider. Na gut, dann stellen wir halt hier wieder die Dinger ein. So, zack, zack, zack. Und zack, zack. Das ist ein bisschen schlecht hier mit der Speicherei, aber okay. Wenn es so ist, dann ist es so. Das speichert halt nicht genau da, wo man ist. So, das müsste es eigentlich gewesen sein, oder? So, da sind wir wieder. Und jetzt nehmen wir natürlich die andere Seite, die rote Seite. Den Bruder, den ich eigentlich bisher eigentlich am Anfang noch getraut hatte, aber mittlerweile eigentlich auch nicht mehr trau.
Der wird uns aber wahrscheinlich auch genauso einsperren. Der ist genauso falsch. Ja, wir sind auch im Buch drin und jetzt kommt der wahrscheinlich und guckt hier rein. Oh, ja! Ja, ich bin frei! Oh, ich danke Ihnen, mein Freund. Bester Freund, Sie haben das Richtige getan. Sie armer Narr! Es sieht so aus, als befänden Sie sich nun im Buch. Und was haben wir denn hier? Eine Seite. Oh nein. Ich hoffe, Sie genießen Ihr neues Heim, genauso wie ich. Ja, auch nicht sehr spannend. Der reißt jetzt auch alle Seiten raus. Ihr Bild wird unscharf. Ja, lustig. Warum wohl? Ich lese gerne. Die Bibliothek sieht doch genauso aus wie damals. Ach ja. Oh, ach genau. Ja, Größenwahnsinniger. Ja, das war's. Der hat auch die 6 Seiten wieder rausgerissen. Ja, also auch nicht spektakulär. Also es ist beides schlecht, aber das war mir schon ziemlich klar, ne? Ja, dass einer der beiden sowieso, also dass beide eigentlich uns hintergehen, ne? Ja, einer halt verrückt und der andere eben größenwahnsinnig. Ja. Gut, also es geschieht ja ihnen recht, dass die in den Büchern eingesperrt waren. Ich finde es halt nur schade, dass man hier nicht großartig noch irgendwie Abspann gemacht hat oder sonst sowas. Oder halt gesagt hat, ja, man hat verloren oder keine Ahnung. Ja, egal. Also das war es also auch nicht das richtige Ende hier. So. Und jetzt machen wir wieder laden. Ja, das ist mir egal. Kurz vor dem Ende. Laden. So, aber ihr habt es ja gesehen. Ich habe genau im Kamin gespeichert, aber das hat es halt nicht mitgespeichert. So, ihr könnt mich jetzt mal mit euren Büchern. Ihr bleibt da schön drin. Und ich nehme jetzt das grüne Buch. Das ist das einzig wahre. Grün ist eine schöne Farbe, also werde ich jetzt auch das grüne Buch nehmen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt hier. Auch wenn ihr der mich gewarnt hättet, dass es eine Falle wäre. Das ist egal. Ja, ich spreche von den Brüdern, nicht von hier, von euch werden Zuschauern. So, ihr habt mich da nicht gewarnt. Ne? So. Okay, ja. Es ist halt wirklich schade, dass es so unspektakulär gemacht worden ist, die verschiedenen Enden hier. Aber das habe ich schon gesagt. Ich wiederhole mich. Und sich wiederholen ist doof, finde ich, oder? Ja. So, das müsste jetzt richtig wieder sein. Ja, ich weiß ja nicht, ob man da noch andere Codes geben könnte, ne? Also, aber es wird, glaube ich, nur der richtige. Das wird der einzige richtige sein. So, jetzt pfeife ich auf die 2 Seiten und klicke das grüne Buch an. So. Wo kommen wir da hin? Ah, das ist der Vater. Wer zum Teufel sind Sie? Und kommen Sie nicht nach dem Nied? Noch nicht? Hm? Oh, ich habe viele Fragen an Sie, mein Freund. Sie haben sicher auch Fragen an mich. Oh, wo soll ich beginnen? Am Anfang. Oh. Am besten am Anfang. Erzähle ich meine Geschichte von Anfang an. Ja, würde ich auch sagen. Mein Name ist Atrus. Ich fürchte, Sie haben meine beiden Söhne, Cirrus und Achena, bereits in den roten und blauen Büchern auf der Insel Myst kennengelernt. Ja. In meiner Bibliothek. Meine Bibliothek enthält meine Werke, meine Schriften. Mhm. Ich habe viele Bücher geschrieben. Viele Bücher, mit denen ich an fantastische Orte reisen kann. Ich habe diese Kunst vor vielen Jahren von meinem Vater gelernt. Mhm. Oh,
Aber die roten und blauen Bücher sind anders. Mhm. Ich habe diese Bücher als Fallen geschrieben. Sollten machthungrige Abenteurer jemals durch Zufall meine Insel Myst entdecken. Aber ich hätte nie geglaubt, dass sie einmal zu einer Falle für meine eigenen Söhne werden würden. Meine Söhne, Cyrus und Achena. Wir haben viele Reisen gemeinsam unternommen. Ja, sie hatten freien Zugang zu den Büchern. Das war vielleicht nicht klug. Ich sah, wie ihre Gier immer größer wurde. Ich hatte ihnen nichts von den roten und blauen Büchern gesagt. Sie verstiegen sich zu wilden Fantasien und träumten von Reichtum und Macht. Natürlich wussten sie nicht, dass es sich um Fallen handelte. Sie wollten Zugang zu den Büchern, den ich ihnen stets verweigerte. Oh, sie hatten einen Plan entwickelt. Einen teuflischen Plan. Ich hatte keine Ahnung, wie groß ihre Habgier tatsächlich war. Ihre eigene Mutter, sie benutzen ihre eigene Mutter, um meine geliebte Katharina, um mich hierher nach Donit zu locken. Ich kann nicht nach Myst zurück, da sie eine einzige Seite aus meinem Verbindungsbuch genommen haben. Ohne diese Seite kann ich nicht zurückkehren. Sie, mein Freund, können mir diese Seite bringen. Oh, ich bitte Sie, glauben Sie mir und nicht den Lügen meiner Söhne. Wenn Sie sich dazu durchringen könnten, diese Seite nach Donit zu bringen, könnte ich nach Myst zurückkehren und meine Söhne für ihre Taten büßen lassen. Ich muss zu meinen Schriften zurückkehren. Sie müssen mir glauben. Bitte beeilen Sie sich. Bringen Sie mir die Seite. Bringen Sie die Seite mit. Okay. Der will eine Seite haben. Muss ich jetzt klicken? Okay, ich hab's jetzt mal gemacht. Ja, das war ein Fehler, oder? Ja, das war ein Fehler. Bringen Sie die Seite mit. Ja, wir hätten die Seite mitbringen sollen. So, hier haben wir jetzt wieder verschiedene Sachen. Das ist mir jetzt tatsächlich gar nicht mal so bewusst. Ah, da ist er. Ah, mein Freund. Sie sind zurückgekehrt. Endlich treffen wir uns. Und die Seite, haben Sie die Seite gebracht? Nö. Sie haben die Seite nicht gebracht. Nö. Ja, wo ist die? Sie haben die Seite nicht gebracht. Ja, wo ist sie? Ich bedauere Sie. Haben Sie meine Warnung nicht ernst genommen? Nö. Ja, und jetzt? Willkommen in Donit. Ja, danke. Wir beide werden für immer hier bleiben. Okay, können wir uns nicht irgendwie freischreiben? Ja, da kitzelt weiter. Ja, wir können hier also jetzt nichts machen anscheinend. Wenn jetzt mal rumlaufen. Wir haben hier eine schöne... Ja, Ding mit mehreren Gängen, aber da kommt man nicht großartig weiter, wie es ausschaut. Ja, das war eigentlich auch falsch. Ja gut, jetzt wir noch einmal. Also jetzt wollen wir nochmal laden. Und jetzt suchen wir dann nach der letzten Seite. So, laden. Die Frage ist jetzt, kann ich da jetzt schon nach der Seite suchen oder nicht? Da muss ich erst das Ereignis einläuten. Ich denke, ich muss eigentlich erst das Ereignis einläuten. Auch wenn es jetzt wieder nervig ist. Ich muss jetzt natürlich noch einmal diesen Code einstellen hier. Ja, bald kann ich das Muster auswendig, wenn es so weitergeht hier. Ist das richtig? Ja, das müsste richtig sein. Dann hier. Ja. Na, früher zur Schulzeit hätte ich die Muster tatsächlich fotografisch
im Gedächtnis gespeichert. Ja, ich hatte so wirklich ein gutes Gedächtnis. Es ist aber mit der Zeit auch verloren gegangen, leider. So. Ich glaube, aldetisches Gedächtnis nennt man sowas. Ja, ich will mir jetzt aber den ganzen Essay von dem jetzt nicht nochmal anhören, ne? Ich werde das nur einleiten. Ah, verdammt, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Ah, nein. Ah, Entschuldigung. Ja, das war mein Fehler. Ja, da habe ich zu wild geklickt. Ja, egal, wir haben ja Zeit. Also die Folge hat ja erst eine Viertelstunde hier. Von daher, also das passiert immer zu hastig, ist ja. Dann wird man auch gleich im Buch gefesselt. So. Ups. Ja, nicht so hastig jetzt. Ja, was ich mich halt frage, hat er natürlich nichts von den Büchern erzählt, von dem blauen und roten Buch. Und na gut, dann haben die aus Versehen wohl so ein Buch erwischt und sind dann gefangen worden. Zuerst habe ich gedacht, der Vater wollte die eigentlich gar nicht, dass die eingesperrt werden. Aber eigentlich hat er einen Plan gehabt, dass die halt hier, weil die haben ja davon gesprochen, die Söhne, dass er sie eingesperrt hat, ne? Ja, und daher. Es war ja dann gut, dass er ihnen nichts von dem Buch erzählt hat, von dem blauen und vom roten Buch hier, ne? So, jetzt hat er. So, jetzt einfach nur abwarten. Dann kommt er hier und fängt an zu labern. Wer zum Teufel sind Sie? Und kommen Sie nicht nach dem Nied? Noch nicht. Ja, das reicht eigentlich schon, das Geblabber. Und ja, ich meine ja, ich habe ja erst gedacht, das sind diese Katharina oder wie auch immer die heißt. Aber scheinbar ja doch nicht. So, die letzte Seite, die weiße Seite. Das hat ja, glaube ich, nichts damit zu tun mit der Seite. Ja, mit der hat es nichts zu tun. Ja, wo ist denn die weiße Seite? Es könnte höchstens, ich habe eine Vermutung, aber das ist wahrscheinlich nicht richtig. Es hat was mit dem Generator hier zu tun und ich habe schon wieder vergessen, wie die Zahlen waren. So, was ist hier eingestellt noch? Katharina, Geliebte. Hat der Brunnen, ja. So, ich glaube, wir müssen nämlich dann wieder das aufs Wasser stellen. Auf 67. Ach, halt, nein, naja, Fehler. Da ist doch der Knopf. Nerviger kleiner Knopf. Schön. Wir haben wieder Wasser. Ja, das hilft uns nichts weiter. Ja gut. Ne, da kann ich mich wirklich nicht mehr so richtig daran erinnern, dass es noch eine weiße Seite gab. Aber wie gesagt, ich habe da ein bisschen was gelesen, aber ich habe es nicht Aufmerksamkeit groß gelesen. Das ist, glaube ich. Ah ja, doch, der. Ja, dann hat es doch gestimmt. Den letzten Schalter ausschalten hier am Boot. Dann haben wir die weiße Seite. Gut, alles klar. Die wurde da also reingelegt. Also das hat nichts wahrscheinlich mit dem Hologrammgenerator zu tun gehabt. Das war eigentlich Schwachsinn. Ich habe eigentlich gedacht, bei jedem Hebel geht eine Klappe auf, aber das war ja nicht so. Ja, das ist aber zum letzten Mal hoffentlich hier das Muster eingeben. So. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Und bim, bim. Da. Dann hier. Ups, da war eins. Ups. So. Und dann war da noch eins. Ups, nein, da. So, mit der Seite ist ein wenig blöd, ne? Da. So. Ja, eine weiße Seite. Ja, wenn man ins rote Blaubuch legen könnte, aber es geht wahrscheinlich nicht so. Jetzt hat er. Ist dann das Verbindungsbuch wieder komplett? Haben Sie die fehlende Seite? Kommen Sie. Ah, jetzt sagt er nur noch, kommen Sie. Ja, gut, okay. Also ich weiß halt wirklich nicht, ob das schon vorher gegangen wäre, wenn wir das noch nicht gehört hätten, was er da gesagt hat, ne? Ja, was ist eigentlich das hier für ein Schütthaufen hier hinten? So, da.
Sprichst du jetzt mit uns, oder wie schaut's aus? Komm her. Ich bin ja schon da, ich brauche nicht mehr herkommen. Ah, da bin ich. Hi. Ah, mein Freund. Sie sind zurückgekehrt. Und die Seite, haben Sie die Seite gebracht? Seite? Wo? Ah, geben Sie sie mir. Hä, welche Seite? Ich habe doch gar keine geben Seite. Geben Sie mir die Seite. Nein. Bitte, geben Sie mir die Seite. Nein. Die Seite, mein Freund. Ja, Seite. Welche Seite? Wir ziehen gleich andere Seiten auf. Geben Sie mir die Seite. Warum? Bitte, geben Sie mir die Seite. Ja, warum denn? Gib mir einen Grund. Die Seite, mein Freund. Die Seite. Was, die hier? Nö, die kriegst du nicht. Das ist mein Wischzettel. Geben Sie mir die Seite. Nein. Bitte, geben Sie mir die Seite. Nein. Warum? Ich verbrenne sie jetzt hier. Die Seite, mein Freund. Die Seite. Die Seite, die Seite, die Seite. Ja. Geben Sie mir die Seite. Sollen wir ihm die Seite bitte, geben? Geben Sie mir die Seite. Der will die Seite unbedingt. Die Seite, mein Freund. Ja, also da hast du. So, bevor du mich noch weiter nervst. Sie haben das Richtige getan. Hab ich das? Und jetzt? Ich muss eine schwierige Entscheidung treffen. Welche denn? Magic. Das Buch wieder reingeklebt. Ja, was steht denn da jetzt auf der Seite? Meine Söhne haben mich betrogen. Ja. Ich weiß, was ich tun muss. Ich komme bald zurück. Ja. Okay. Müssen wir jetzt auf den warten oder was? Ja, ich würde ja jetzt, wenn die so böse sind, die Bücher zerstören. Und naja, gut, das ist schwierig, sind seine Söhne, aber naja, oder die Bücher verschwinden lassen, auf immer wiedersehen. Ja, es ist halt besser so, ne? So, Gut, wir können hier wieder rumlaufen, das bringt uns natürlich nichts, aber. Ah, da ist er ja wieder. Es ist vollbracht. Ah, ich möchte Ihnen so viele Fragen stellen. Ja, dann frag. Schreiben kann nicht warten. Warum denn nicht? Ich fürchte, dass die lange Verzögerung bereits katastrophale Folgen für die Welt hatte. Was? Der meine Frau Katharina als Geisel festgehalten wird. Ach so, die ist gefangen genommen worden. Oh, die Belohnung. Alles, was ich Ihnen bieten kann, ist die Bibliothek auf der Insel Myst. Ja, toll. Die Bücher, die sich dort befinden. Erkunden Sie sie einfach. Ich hoffe, Sie entdecken aufschlussreiche Dinge. Ja, aber die meisten Bücher sind kaputt. Sie müssen sich ja nun nicht mehr um meine Söhne kümmern. Ja, wenn du dich darum gekümmert hast, aber okay. Sagst du sonst noch was? Oh, noch eine bitte. Ja? Ich bekämpfe einen viel mächtigeren Feind, als meine Söhne sich jemals vorstellen können. Irgendwann in der Zukunft werde ich vielleicht ihre Hilfe wieder benötigen. Okay. Wie? Erkunden Sie bis dahin die Geheimnisse meiner Bibliothek auf Myst. Ja, bin ich dabei. Ich helfe gern. Ihnen nochmals. Ja, bitteschön. Keine Ursache. Ja, und der schreibt jetzt praktisch die Geschichte, wo seine Frau drin gefangen ist oder was? Da, keine Ahnung. Das soll vielleicht die Fortsetzung sein von der Myst. Das Buch. Sie kehren mit dem Myst-Verbindungsbuch nach Myst zurück. Echt? Tue ich das? Ja, gut, alles klar. Jetzt ist ja nur eine Frage. Wenn man so ein Buch hat hier, so ein Verbindungsbuch nach Myst, kann man es auch in eine andere Welt mitnehmen, weil man muss ja immer so ein Buch haben, dass man ja wieder zurückkommt eigentlich, oder? Ich weiß es nicht genau, oder? Ist so ein Buch ja immer halt sozusagen wie so ein Tor. Das hat eine und eine andere Seite. Sagt da jetzt noch was her? Ich weiß es nicht. Na komm her. Wir machen mal hier Myst und gehen zurück. So, ja, da sind wir wieder und jetzt sind wir halt da, ja. Und die Bücherei hat uns jetzt überlassen hier sozusagen, aber es bringt uns ja nichts. Die Bücher sind da alle kaputt hier, die gehen immer, die sind alle verbrannt hier, ja. Was wisst ihr hier mit kaputten Büchern? Ja gut, das ist nur zum Lesen hier. Aber ansonsten, also wer es halt alles sich durchgelesen hat, das Ganze, der weiß jetzt sehr Bescheid, ne.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht durchgelesen, mehr die ganzen Bücher, da war ich zu faul. Das muss man aber auch nicht. In den Büchern stehen eigentlich keine großartigen Sachen drin. Ja, jetzt kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Also er hat uns ja gesagt, wir sollen zurück, aber ja, das ist egal. Gut, das mit der Fahne hier. Na gut, okay. Das bringt eigentlich gar nichts mehr. Man könnte jetzt hier. Ah ja, er hat die Bücher verbrannt. Er hat sie zerstört hier. Okay. Das meinte er, hat sich um die gekümmert. Ja, wir könnten jetzt aber auch jederzeit wieder hier zurück, oder? Jetzt muss ich doch nochmal das Muster eingeben. Tut mir leid, aber das möchte ich jetzt wissen. Weil wir können ja auf der Insel hier sonst nichts mehr machen. Also, ich wüsste jetzt nichts, was man da noch machen kann. Das Spiel hat eigentlich kein richtiges Ende, wenn man es mal so will, ne? Also es hat schon irgendwie eins, aber da passiert halt nichts irgendwie so, dass jetzt gesagt wird, ja, sie haben gewonnen oder sonst sowas. Ja, ist einfach so. Und wer jetzt zum Beispiel dieses Real Myst kennt, da gäbe es noch eine Welt, die Rim World sozusagen. Er hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, was es da gibt, Rim World. Oder Rhyme, sagt man glaube dazu. Und ja, die gibt es jetzt halt hier nicht in der Version. Also ansonsten ist Real Myst einfach das gleiche. Nur dass es eben grafisch modern ist. Ich gucke jetzt einfach noch einmal. So, die Seiten sind jetzt auch nicht mehr da, alles klar. Hi. Hallöchen. Ja, ne, der spricht nicht mit uns. Wir können aber da wieder zurückgehen, zum Beispiel. Das wollte ich halt mal nochmal jetzt probieren, aber das bringt uns ja nichts mehr, ne? Ja, der könnte jetzt eigentlich auch zurückkehren und hier in der Mistbibliothek weiter schreiben, oder? Wäre doch schöner. Nö, also. Machen wir da das Licht aus, mal. Ja, man kann hier eigentlich gar nichts mehr machen. Man kann hier rumgucken, aber es ist eigentlich tatsächlich hier beendet und hier können wir einfach wieder zurück, ja. Und damit er mir natürlich glaubt, dass wir nichts mehr tun können, kann ich hier mal noch ein bisschen rumlaufen. Aber ja, wir könnten jetzt halt nur wieder in die anderen Bücher reinschlupfen, das geht wahrscheinlich noch. Aber ansonsten hat sich das ganze Thema ziemlich erledigt hier. Ja, das soweit die Story. Also wer natürlich so ein bisschen hier jetzt die Lösung gesucht hat, die ich jetzt hier habe, vielleicht hilft es den einen oder anderen da auf Lösungen zu kommen. Oder auch nicht, ne? Ja, das weiß man nie. So, wir gehen mal da lang. Aber ja gut, ich kann jetzt hier oben. Ja, da könnte ich jetzt wieder hier in das mechanische Zeitalter gehen, wenn ich das wollte hier. Kann die Bücher erkunden, aber es bringt eigentlich gar nichts mehr. Also wir können das zwar mal tun, aber warte mal, wir machen es mal gerade. Dass wir hier jetzt mal nochmal in das Buch gehen, aber ich denke nicht, dass das was nützt hier. Ja, jetzt sind wir nämlich einfach wieder da und da gibt es jetzt nichts Neues oder sonst sowas hier. Da kann man rumlaufen, aber trotzdem, es gibt nichts Neues. Kann man halt nur noch mal sehen, ja, der eine Bruder hier, der Cirrus, das ist der Cirrus hier praktisch. Hat sich hier als König dargestellt dann hier, ne? Natürlich hier auch mit seinem Thron hier. Protzig wie nochmal sehr natürlich. Hier, ja. Richtig schön hier. Und der andere Bruder hat sich halt hier seine Waffenkammer sozusagen auf einen eher schlichteren Thron hier sozusagen als Eroberer im Prinzip hier eingerichtet, ne? Ja, gut. Ja, nur das dazu. Da brauchen wir jetzt eigentlich gar nichts mehr machen hier. So. Das bleibt auch erhalten, die Einstellung. Hier kommen wir wieder zurück zum Verbindungsbuch von Myst hier. Also es ist halt Voraussetzung, dass es immer so ein Buch geben muss, dass man wieder zurückkommt, ne? Ja, dann ist wieder hier in der Bibliothek. So, ja. Gut, Leute, machen wir mal.
Mal folgendes, geht es hier? Nee, es geht nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte euch vielleicht noch die Credits anzeigen. Kann es in Optionen? Nee, kann man nicht. Das ist was anderes. Okay. Ja, gut, Leute, dann machen wir es einfach mal so. Wir enden eigentlich mit dem Schirm hier. Ich sage erstmal wieder vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da zugeschaut habt bei dem Projekt hier. Also es war halt zu seiner Zeit damals 1994, glaube ich. Ist, glaube ich, jetzt doch korrekt. Schon ein richtig schönes Rätselspiel damals. Ne? Und da hat man schon gesagt, wow und geil und sonstiges, ne? Ja, es ist halt jetzt ja in unserer Zeit jetzt hier sehr in die Jahre gekommen. Von Rätseln her ist es schon sehr anspruchsvoll. Gut, bis auf das eine Rätsel da, wo da in dieser komischen unter Wasser Schienen-Dings da war, habe ich eigentlich alle Rätsel lösen können. Also da war es eigentlich ziemlich einfach. Für das unten drin, da weiß ich absolut nicht, ob es da überhaupt eine Lösung gegeben hat oder sonst wie. Da habe ich ja gemeint, ja, da kann man ja mal, aber ich denke, es gibt keine wirkliche Lösung. Das ist wahrscheinlich auch wieder so, dass man sich zum Beispiel versucht, sich da eine Karte zu zeichnen für die Richtung, wo es überall hingeht, und dann kann man so ungefähr abschätzen, ah ja, dass man dann das abschätzen kann, ja, da kann ich nicht lang, also muss da irgendwann der Weg sein, der richtige Weg. Ja, so wird es sein. Ich habe jetzt auch ja immer mit dem Zettel gearbeitet, weil das ist eigentlich da sehr wichtig, dass man sich, oder man merkt sich halt alles im Kopf, ne? Aber es ist immer besser mit dem Zettel. Ja, da würde ich jetzt einfach sagen, ja, tschüss, bis zum nächsten Projekt oder hier in einem laufenden Projekt oder in einem vergangenen Projekt, ne? Ja, ich habe ja so viele tolle Videos hier. Und ja, also auf jeden Fall war es ja hier eine Empfehlung von jemandem, von einem Kollegen sozusagen. Und das war eigentlich die richtige Entscheidung, das mal zu machen. Und ich wollte es sowieso schon. Ich habe es einfach nur aus den Augen verloren, das Spiel hier. Und ich werde natürlich auch die weiteren Teile jetzt bringen. Ja, ich sag tschüss, bis denne, euer Lego. Ciao, ciao.